Ja, liebe Leute, wir sind Krokodilopoulos angekommen und sind auf dem Weg jetzt in die Arena. Die Arena der Gladiatoren. Von hier rekrutiert das Krokodil Eridovix. Der treue Diener des Todes. Seine Sense wird die Unwürdigen ernten. Die Arena der Gladiatoren. Hey, ne. Was kannst du mir über die Männer sagen, die hier kämpfen? Männer? Das sind keine Männer, das sind Götter. Du hast noch nie so wilde Krieger gesehen. Die könnten dich mit einem Hieb in zwei Teile spalten. Ah, hat einer davon rotes Haar? Sie sind Götter unter den Göttern. Hast du nie von den Brüdern aus Gallien gehört? Spürst du ihre Blicke denn nicht? Ihre Statuen stehen neben mir. Ich kenne nur Asterix und Obelix. Mit den Gladiatoren. Die lebende Verkörperung des Krieges. Deine Fäuste sind tödlicher als alle Waffen. So, hier ist noch jemand. Bist du der Besitzer? Ja, das bin ich. Felix Martialus. Und wer bist du? Noch so ein namenloser Möchtegern, der nach Ruhm sucht? Ich geb dir gleich. Ich möchte nur in die Arena. Es heißt, du hättest einen sehenswerten Kämpfer. Mit rotem Haar? Ah, du meinst die gallischen Brüder. Ja, das stimmt. Aber ich kürze das gleich ab, Kameltreiber. Du kannst es dir nicht leisten. Jetzt hau ab, bevor du die zahlende Kundschaft verscheuchst. Da. Der Mann trägt ein Magi-Abzeichen. Richtig. Etwas? Ha, ist mir scheißegal. Kannst du kämpfen? Du siehst aus wie ein boshafter, räudiger Hund. Nein, nein. Ich habe schon eine Ägypterin. Eine Jägerin aus Siva, die dreimal mehr wert ist als du. Sie ist oft am Obelisken im Osten, wenn du dir eine Tracht Prügel abholen möchtest. Das ist der einzige Weg in diese Arena. Kämpfe auf der Straße, dann kann ich ein Gladiator reinbringen. Die gallischen Brüder hatten mit dem Mord an Shadia zu tun. Aber warum tun sie, was das Krokodil sagt? Ich muss da rein, um mehr zu erfahren. Der Besitzer erwähnte eine Gladiatorin aus Siva bei einem Obelisken im Osten. Na, Happy Birthday, genau das ist was. Das, was ich eigentlich jetzt nicht mal machen wollte. Wir müssen jetzt gucken, dass wir da einmal außen rumkommen aus der Nummer. Ich sehe sie mir mal an. Glück gehabt, dass er uns nicht gesehen hat. Naja, ich will ihn eigentlich, wie gesagt, jetzt gerade ein bisschen in Ruhe lassen. Finde die Gladiatorin aus Siva. Ich habe eine kleine Vorahnung. Ich weiß noch nicht, ob wir diese oder nächste, ja, diese Folge definitiv nicht mehr, aber irgendwann in der nächsten Folge werden wir uns den nächsten Verlagers holen, der nämlich mit Level 28 dabei ist. Wieder mal, oder Eiserne Widder oder was war, oder Eiserne Faust war das jetzt, glaube ich. Ich habe leider jetzt gar keine Ahnung, keine Überbleibsel, wen wir mittlerweile haben, aber ich müsste mir eine Liste aus dem Internet raussuchen, dann weiß ich, wer was Sache ist. Da ist ein 28er Gott. Da ist er. Du der eine? Okay. Von wegen nur der eine. Ah, hier sollte ich vorsichtig sein. Da ist die Sivanerin. Moment. Sieht aus wie... Ja. Was? Bevor die mir Ärger machen, nehme ich sie mal kurz aus dem Dings raus.
Ein Schatz geplündert. Konfiszierte Stratmos. Mein Freund, mein Bruder. Okay, die Vorahnung hatte ich jetzt nicht. Scheiße, schön dich zu sehen. Was führt dich denn in das Fayum? Ich hörte, es sei ein guter Ort für den Erfolg. Hm? Doch, nie hätte ich gedacht, dich hier zu treffen, Kenzer. Was soll ich sagen? Ich folgte dem Ruf der Arena. Ist das zu fassen? Ich bin jetzt eine Gladiatorin. Aber komm, lass uns reden und trinken. Ich sag es dir, mein Traum ist zum Greifen da, wenn man mir nur eine Chance gäbe. Ich weiß, ich könnte Meisterin werden. Ich meine Geld, Luxus, Ruhm. Alles, was eine Frau begehrt. Ha? Deshalb kam ich ins Fayum, um ein neues Leben zu beginnen und das alte zu begraben. Doch ich wurde an den Toren der Arena abgewiesen. Hoho, also hast du es endlich aufgegeben, die Welt auf den rechten Pfad zu führen. Gut, das ist ja auch unmöglich. Felix traut Außenstehenden nicht so schnell. Aber keine Sorge, mit meiner Unterstützung kämpfen wir schon bald Seite an Seite. Erst trinken wir. Und am Morgen gehen wir dann zur Arena und ich stelle dich ordnungsgemäß vor. Oh, es ist schön, dass du hier bist, alter Freund. So. Betritt die Kroko und die Lumpelis Arena, wenn du bereit bist. Ja, dann machen wir das doch glatt. Wir sind doch schon hier. Einzig, wie gesagt, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass irgendwo der Verlag ist, aber der ist gerade woanders unterwegs. Der ist hier. Ja, der Berg. Gut, der ist gerade für uns unterwegs. Ja, wir rocken das Ding irgendwie schon. Für diesen Rotkappen müssen wir ein bisschen aufpassen. Die sind nicht ganz ohne. Die sind nämlich scheiße schnell, die Typen. Die kommen hier nicht so. Da komme ich nicht. Halt die Klappe. Warte mal, ich müsste mir. Kann ich mir beim Händler mal irgendwas noch schnell holen? Ich müsste mal kurz gucken, ob ich. Ich brauche wieder ein bisschen Gift. Momentan lassen sie uns noch ein bisschen in Ruhe, die Gegner. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass ich das. Oh, ich bitte nicht, ey. Sei gegrüßt, Freund. So. Verkauft. Können wir verkaufen, alles die Nummer. So. Kaufen. Was wollte ich kaufen? Eigentlich gerade nichts Wichtiges, ne? Also alles sowieso eher schwächer an als unser Zeugs. Gifte wollte ich kaufen. Kann ich. Warte mal, kann ich auffüllen, Dinger?
Ah, perfekt. Das war das, was ich haben wollte. Alles klar. Gerade weil wir ja so. Und da ich aber nicht weiß, was auf uns zukommt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann gehen wir in die Arena, wa? Bis dann. Tschüssi.